Viel Spaß bei Millis Blog. Mein Name ist Leonardo DiCaprio und viel Spaß. Das ist im Sony Center, oder? Wieder mit vollem Mund. Wir müssen ins Sony Center. Ich hab's einfach vergessen. Ich hatte gerade total den Blackout. Ja, ich bin aufgeregt. Ja, ich bin aufgeregt. Aha. Ja, und wenn der Mann kommt, ich hab schon mit dir den Mund voll. Oh, guck mal, ich kaufe mir Sonntag tatsächlich. Every city, every place. Always been a restless girl. Ja. There's a wind of change. I'll never ever feel. Ist kalt? Nein, mir ist nicht kalt. Es ist windig. Catching the flight, I'm coming home. Back to the place I've always known. Guck nochmal, wo wir hin müssen, Melli. Ja. Wenn man sich einmal nicht drum kümmert. Zoopalast in Berlin an. Willst du mich verarschen? Nee. Zoopalast? Ja. Wir müssen zum Zoo? Ich dachte, du hattest es gelesen. Hä? Das ist dein Ding. Oh, du hast mir die ganze Zeit Potsdamer Platz gesagt. Hab ich nicht. Doch. Oh nein. Musst du jetzt ein Taxi bezahlen. Okay, komm. Oh. Kann auch nur Melli machen. Na, mit einem Taxi vielleicht eine Viertelstunde. Sorry. So Melli, was ist denn hier schon wieder Phase? Ja, unser Taxifahrer kommt, ist in einer Minute hier. Mann, ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich gedacht, dass du da irgendwie dich belesen hast. Warum soll ich mich wegen deiner... in deinem Interview belesen. Ich bin nur dein Kameramann. Ach, jetzt ist mein Kameramann. Eben sagt er noch, wenn ich Matthias gegenüberstehe, soll ich sagen, ich bin, dass er mein Freund ist. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Mann, fuck, ey. Das tut mir echt leid. Wir sind doch gut in Time, oder? 25 ist es jetzt. Ja, wird schon gehen. Außerdem steht da auf welches Auto. Ja. Hier, ja. Fahrer zu, wenn ich ja. Nicht sehe. Kurzer Besuch am Potsdamer Platz. Sorry, ich muss jetzt mal snappen. Oh Leute, mir ist was total Peinliches passiert. Und zwar, ich dachte, die Premiere ist am Potsdamer Platz. Und jetzt sind wir am Potsdamer. Und das ist gar nicht am Potsdamer Platz, sondern am Zoopalast. Wir sind gleich da. Und wir sind eigentlich noch voll gut in der Zeit. 36 ist es jetzt. Spätestens um 2, also um, sollten wir uns akkreditiert haben. Oh ja, ich sehe schon was. Ja, ist perfekt. Stimmt aber gerade. Und du hast unsere Presseausweise bekommen. Du hast einen Platz, ne? Und wir haben einen Platz am roten Teppich. Ja, guck mal. Cool, ne? Und guck mal, wer neben mir steht. Also noch nicht, aber vermutlich wird RTL neben mir stehen. Da drüben an der Ecke steht Pro7. Ihr könnt ja alle selber lesen wahrscheinlich, ne? Aber jetzt mache ich mal meinen Presseausweis um. Ne? Okay. Ja. Ich hab gesagt, dass du doch ganz schön aufgeregt bist. Wie schon. Ich kann die Fragen nicht auswendig, ich muss sie ablesen. So, lest du die nochmal durch? Bist einfach nicht dafür geeignet. Lass es wieder gehen. Ja. Oh Mann, doch nicht der Matthias. Bei dir liegt auch ein Mikro drauf. Ich hab schon überlegt, ob ich so eine Banderole mit Mellis Blog einfach mache, so aus Papier, weißt du, so ganz professionell. Ich glaube, die ist so mega, nicht, dass sie hierher kommen, glaube ich nicht. Oh, der sieht so gut aus. Hey. Fällt mir jetzt keins ein. Oder was ist so der berührendste Moment in dem Film gewesen? Ich bin noch im Halbschlaf von gestern, ne? Und den Film habe ich schon eine ganze Zeit lang synchronisiert. Und die Bücher habe ich 1000 Mal gelesen. Aber
Das ist schon lange her. Haben Sie dann, werden Sie mit Ihren Kindern in den Film reingehen? Meine Kinder sind jetzt, wenn, dann schaut die Emma sich den an, aber die anderen sind jetzt zu alt dafür. Ne? Haben so. Sie denn bei dem Film irgendwas gelernt? Ich lerne bei jedem Film. Tisch. Ich bin enttäuscht von Till. Aber ich habe eigentlich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Es geht ja auch um Werte wie Freundschaft. Was macht für Sie Freundschaft aus? Freundschaft ist halt etwas, was unabdingbar ist im Leben. Ne? Freunde, also die richtigen Freunde zu haben, ist mit das größte Geschenk, was es gibt. Naja, Zusammenhalt, auch ein familiärer Boden durch Freunde, nicht alleine sein. Dass man Gesellschaft hat, wie in guten, wie in schlechten Zeiten. Jetzt geht's auf Weihnachten, wie werden Sie feiern? Ich werde feiern, ganz klein, ganz bescheiden. Wir drehen gerade einen Film mit Wolfgang Petersen. Wir machen kurz vor Weihnachten Stopp und drehen direkt nach Silvester weiter. Das heißt, es wird versucht werden, nicht so viel in die Schokolade zu greifen und auch nicht so viel Glitzer. Werden Sie denn den Film mit Ihrer Tochter sich auch ansehen? Meine Tochter sitzt mit drin, ja. Wir gucken ihn heute zusammen. Was wünschen Sie sich denn, dass Ihre Tochter aus diesem Film lernt? Beziehungsweise haben Sie vielleicht selber sogar auch was gelernt aus dem Film? Dass meine Tochter immer gut zu anderen Menschen ist. Viele, genau, die Werte sind ja Freundschaft und Menschlichkeit. Ja. Würden Sie sagen, dass Sie durch den Film vielleicht auch in Ihrer Freundschaft zu Til Schweiger auch ein bisschen, dass Sie sich enger geworden sind, so eine richtige Männerfreundschaft? Oder was, sagt, was hat dieser Film auf Ihre Freundschaft ausgewirkt? Dass Till und ich auch wieder enger zusammengerückt sind, das ist absolut richtig, im Laufe der Synchronarbeiten. Ja. Wie feiern Sie denn Weihnachten? Wie werden Sie das feiern? Können Sie mir das in die Kamera erzählen? Ich werde Weihnachten feiern und zwar in Rot und Silber. Ob du als Kind auch den kleinen Prinzen schon gelesen hast oder was du als Kind die Geschichten bekommen hast, vorgelesen bekommen hast? Also ich habe im Osten erst gab es den Traumzauberbaum und dann bin ich aber, als der Westen kam, haben wir den kleinen Prinzen zu Hause gelesen, aber vor allen Dingen am Theater gesehen. Okay, und was liest du deinen Kindern vor? Was ich meinen Kindern zurzeit vorlese? Von Katzen, Keksen und Löwen haben lange Locken, glaube ich, lesen wir gerade. Ja, sehr cool. Ja. Dankeschön. Den kleinen Prinzen, wir sind gut befreundet. Wir kennen uns schon seitdem ich 11 Jahre alt bin. Also lass mich raten, seit 9 Jahren. Ja. So, ihr habt gesehen, ich habe tatsächlich mit Matthias Schweighöfer gesprochen. Aber es war deutlich weniger, als ich dachte. Und es war echt ein mega Gedrängel. Und ich war halt so aufgeregt und die haben sich alle so vorgedrängt. Und Matthias hier, Matthias da. Und mit Till, da kannst du dich da vergessen, der hat gar nichts gesagt. Aber Matthias konnte ich eine Frage stellen und das werdet ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen haben. Und ich habe richtig gestottert. Ich muss. Ob du als Kind auch den kleinen Prinzen schon gelesen hast oder was du als Kind die Geschichten bekommen hast? Aber er sah wirklich sehr schön aus. Und aber ich merke, dass dieses lange Rumstehen mich sehr geschwächt hat und ich bin jetzt sehr durchgefroren. Ja. Jetzt gehen wir zum Italiener, wo Markus schon ein Video gedreht hat. Genau. L'Osteria, ja. Wir können da nochmal über den Weihnachtsmarkt gehen. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Und ich glaube, ich nehme Bruschetta und eine Minestrone. Und du? Pizza Caprese. Wir sind hier übrigens direkt nebenan vom Bikinihaus. Und hier hat Markus schon mal was gedreht gehabt, dadurch haben wir den kennengelernt. Und also diesen Italiener hier. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt, bis wir haben jetzt kurz noch 3, kriegt man noch einen Platz. Aber ansonsten muss man eigentlich schon reservieren. Na, Markus, hast du dir aber was vorgenommen, ne? Das sind doch so 50-50 dafür. Mein Ciabatta. Okay. Mein Bruschetta. Ach, trotzdem mal Platz sind wir, ne? Ja. Danke, Donut. Danke, Donut. Was denn? Da hast du was Süßes. Ja. Dann
immer ohne Kind bei und dann isst man einfach die ganzen Vorräte, die man noch im Rucksack hat. Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob ihr auch immer Süßigkeiten im Rucksack habt oder in der Handtasche oder so. Snacks, hast du keine Reiswaffeln? Die Reiswaffeln hat Frieda heute tatsächlich mit zur Oma genommen. Wirklich, die Himbeerreiswaffeln. Deswegen hast du keine in der Tasche, ne? Ja, aber deswegen, Kleine bunte. Smarties! Viele, viele bunte Smarties heißt es. Smarties. Kleine Smarties. So, wir sitzen jetzt in der U-Bahn und Markus ist auch da. Und wir haben gerade nochmal das Interview so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie habe ich ein bisschen mehr erwartet. Wir wissen nicht, wie lang die Fragen werden oder dürfen. Aber irgendwie habe ich was anderes erwartet. Aber trotzdem ist er ein schöner Mann. Jetzt habe ich einmal die Kamera weggepackt, beziehungsweise in den Rucksack gepackt und jetzt kommt die U-Bahn nebenan. Schon hat Maddie viel Geld ausgegeben. Ja, über 100 Euro bin ich ausgegeben. Ich erzähle euch gleich warum. Mein kleines Unboxing zu Hause, okay? Yo! Sind jetzt ausgestiegen und laufen erstmal eine Runde. Und ich wollte euch kurz erzählen, wo wir jetzt waren. Also wir haben natürlich vergessen zu filmen. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen laut werden. Aber wir waren noch bei Depot einkaufen. Noch ein paar Gastgeschenke, weil ich ja nächste Woche nach Hannover fahre. Und danach nach Kassel. Und ich gönne uns ein bisschen Urlaub. Also Markus kommt später nach Kassel nach. Aber ich fahre mit Frieda nach Hannover, zu der lieben Saskia vom Kullerkeks. Die haben uns nämlich schon mehrere Male in Berlin besucht und deswegen habe ich gedacht, ich besuche sie jetzt in Hannover. Genau, und jetzt geht es erstmal nach Hause und dann zeige ich euch gleich, was ich eingekauft habe. Oh, wir sind wieder zu Hause und ich sehe aus wie ein gerupftes Huhn. Es war heute sehr windig draußen. Willst du mal Licht anmachen, Markus? Übrigens hat Markus unseren Fernseher hier rangemacht, ist das nicht geil? Mit so einer Wand und die hat er gemalert und hat er sich schon sehr viel Mühe gegeben. So, und ich würde sagen, wir packen jetzt mal zusammen unseren Einkauf aus, also was ich hier bei Depot geshoppt hatte. So, also erstmal wollte ich euch zeigen, nein, es ist keine Produktplatzierung. Ich habe mir einen neuen Rucksack zu Weihnachten geschenkt und zwar ist es der 17 Zoll. 17 Zoll? Der 17 Zoll von Fjällräven. Und weil ich nämlich für meinen Laptop noch einen Rucksack brauchte, der hat hier hinten so ein extra Laptopfach, was gepolstert ist. Und richtige Armdinger. Und Armdinger, wie nennt man das? Gurte, Schultergurte. Und weil ich ja jetzt nach Hannover fahre und meinen Laptop mitnehme, brauchte ich unbedingt einen. Und habe ich gedacht, okay, jetzt hole ich mir den halt einfach zu Weihnachten und dann ist gut. Sieht sehr müllig aus hier, ne? Ich weiß gar nicht warum, aber naja. Nee, die Mütchen habe ich verdeckt, die sieht man da. Es tut mir übrigens sehr leid, dass es so dunkel ist, aber Markus kriegt das gerade nicht heller. Es gibt keine. Na klar, du musst einfach nur auf Konzentration. Die ist voll. Auf nein, das ist nicht voll. Du musst auf Konzentration. Wollen wir wetten, jetzt wird es heller? Konzentration. Doch nicht. Okay, also. Da die Kamera hin. Und dann aber wohin denn? Hier hinstellen und dann da hinfilmen, weil ich glaube, du kriegst mir Licht ab von da, oder? Hier sieht so mega unordentlich aus. Also ich habe jetzt mal die Position gewechselt. Ich hoffe, das ist besser für euch. Als allererstes habe ich mir, oder eigentlich ist es ja gar nicht für mich, sondern für die Geschenke, die ich einpacke, dieses Geschenkpapier gekauft. Es hat so ein bisschen grafisches Muster und ist so ein bisschen im... Ja, Bronzeton gehalten, keine Ahnung. Ein paar Weihnachtskugeln gekauft. Dieses Jahr soll der Baum nämlich Gold werden. Und was habe ich hier? Genau, das wird auch ein Gastgeschenk werden. Das ist eine Trinkschokolade, wo man einfach nur Milch reinmacht. Dann schüttelt man das und dann ist so ein Trinkhalm drin. Und dann hat man, also das ist jetzt mit Edelvollmilch. Und dann habe ich das Ganze nochmal in weiße Schokolade geholt. Hier.
So, weiter geht's. Dann haben wir uns noch mehr Weihnachtskugeln gekauft. Für diese hier entschieden. Und davon habe ich jetzt 3. Und dann habe ich noch eine so eine kleine Weihnachts... wie sagt man dazu, Markus? Wie nennt man das? Schneekugel? Oh, da wird sich Frieda freuen. Das ist nicht für Frieda, das ist für Johann. Oh. Ist dieser Weihnachtsstern. Dieser Stern. Der ist auch ein Gastgeschenk für den kleinen Johann. Ein Tee- und Kaffeesirup-Set zum Verfeinern von Getränken und Speisen. Es ist einmal Amaretto, Vanille, Zimt und Pfefferminz. Ja, dachte ich, weil die beiden super gerne Kaffee trinken, dass ich das für die beiden mitnehme. Und... dann geht's weiter. Haben wir noch mehr Weihnachtskuchen gekauft. Also unser Weihnachtsbaum soll dieses Jahr wirklich ein bisschen größer werden, sonst können wir das alles gar nicht anbringen. Und dann habe ich noch diese Weihnachtskugeln gekauft. Finde ich wirklich sehr schön. So, und dann habe ich noch ein Band so zum Geschenke einpacken. Einfach nur so ein Band. Ach so, hier. Ja, und dann haben wir noch so Dinger, um die Kugeln an den Baum reinzumachen. Dingerbummer. So, und weil das noch nicht genug war, waren wir noch mal kurz... für die Kinder was einkaufen, weil die Kinder sollen ja auch was bekommen als Geschenk von uns. Und dann haben wir einmal von Schleich dieses Glitzerpferd, was auch immer das für ein Pferd ist. Ich dachte, darüber freuen sich kleine Mädchen, damit es keinen Streit gibt. Noch eins, weil es sind nämlich 2 Zuckerfeen und ich dachte, die beiden freuen sich darüber. Wer jetzt welches kriegt, keine Ahnung. Und damit der Johann nicht traurig wird, haben wir für ihn auch ein Schleichtier gekauft. Und zwar ist das ein Löwe. Bah! Dann haben wir noch ein paar Ballons. Ich werde das Ganze jetzt verstecken, bevor die Kleine wiederkommt. Und dann werden wir noch schnell den Müll rausbringen, Markus, oder? Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Es war sehr aufregend, ein sehr emotionaler Tag. Wie gesagt, das Interview habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, weil eigentlich gesagt wurde, dass sie sich die Zeit nehmen, um mit einem das Interview zu führen. Aber irgendwie war es halt eher so ein Durchboxen. Ich stand zwischen RTL und ProSieben und musste mich da irgendwie als vollkommen Anfänger irgendwie mit einbringen. Aber ihr habt es ja gesehen, ich habe es wenigstens geschafft, dass er meine eine Frage beantwortet hat. Auch wenn es eine total doofe Frage war, ich hätte ganz andere Fragen noch mir überlegt gehabt. Aber mein Gott, dann ist es halt so, ich war halt einfach mega aufgeregt, ich habe mega gezittert und naja. Wie gesagt, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Markus, kommst du nochmal mit runter? Achso, deine Haare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr auch immer so komisch aussieht, wenn ihr eine Mütze aufhattet. Zeig mal ganz kurz, mach mal so. Wenigstens habe ich noch Haare. Ja. Ich habe bald keine Haare. Er hat Angst, dass er bald keine Haare mehr hat. Ja, Melly hat mir vorausgesagt, dass ich keine Haare mehr haben werde oben. Na, keine nicht, nur deutlich weniger. Weniger als jetzt? Bisschen noch. Eine Brille brauche ich auch noch. Zum Invaliden. Zum Pflegefall. Das macht doch keinen Sinn mehr. Ich werde trotzdem immer bei dir sein. Ja, ja. Auch mit Brille. Mit Brille, Zahnspange, ohne Haare. Ich bin immer bei dir. Auch nur mit einem Bein? Ja. Na gut. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es total viel Spaß gemacht, heute mal wieder ein Follow Me Around zu drehen. Und in nächster Zeit werden, glaube ich, noch ein paar mehr kommen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach nächste Woche wieder. Was habe ich denn da? Fussel. Ein Fussel und ein Pickel habe ich auch. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Video, einen Daumen nach oben gebt für das Video. Lasst doch mal ein Video da. Ja, wenn euch der Daumen gefällt. Und ansonsten, genau, guckt euch gerne nochmal die anderen Videos an von mir, wenn ihr Lust habt. Ich habe euch jetzt gerade hier, ich weiß nicht, was ich euch verlinke. Ihr werdet es gleich sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und jetzt kommt der Löwe und ich muss Schluss machen. Also, bis dann. Schleichwerbung. Oh. Schleichwerbung. Schleichwerbung.